Moin Leute, und heute zeige ich euch einen GIF-Cast to Friends Glitch. Jawoll! Was braucht ihr denn für diesen GIF-Cast to Friends Glitch? Ihr braucht einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Optimalerweise hat euer Freund auch das Auto, was ihr gerne haben möchtet. Wenn ihr diesen GIF-Cast to Friends als Money Glitch ausnutzen möchtet, Leute, dann lasst euch den Easy aus Arena Werkstatt geben oder den LG Retro Custom, die bringen bei solchen Glitches einfach am meisten. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch ein MOC. Im Anhänger vom MOC im dritten Abteil braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr ein Motorrad, genauer gesagt, ihr braucht die Sanchez, Leute. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die Sanchez kostet auch nur 3000 im Internet. Außerdem braucht ihr natürlich einen anderen Zielmodus. Den Zielmodus könnt ihr im Editor oder im Story-Modus ändern. Mein Tipp, nimmt freies Ziel. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, den Like-Button mal so richtig heftig zu verprügeln. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes seid ihr natürlich mit eurem Freund in irgendeiner Sitzung. Mein Tipp, nehmt eine Einladungs- oder Freundessitzung und seid am Casino. Ihr bestellt euch jetzt euer MOC zu euch. Ist euer MOC da, geht ihr zum MOC rein und holt euch die Sanchez raus. Und dann geht ihr beide zum Eingang vom Casino. Steht ihr beide dort, kommt jetzt der Part von eurem Freund. Denn euer Freund muss in einen gewissen Modus reinversetzt werden. Und zwar muss sich jetzt euer Freund einen anderen Spieler raussuchen, der auch einen anderen Zielmodus hat. Sprich aus einer Freundes- oder Community-Liste. Ihr seht es ja auch gerade hier oben. Habt ihr jemanden gefunden, der GTA spielt, geht auf die Meldung und geht dann auf Beitreten. In GTA wird sich jetzt die Meldung laden, ob ihr euch sicher seid, dass ihr die Sitzung beitreten möchtet. Wenn diese Meldung kommt, drückt ihr die doppelte PlayStation-Taste, seid dann wieder im PSN auf diese GTA-Beitrittsmeldung und geht nochmal auf Beitreten. Und wenn dieser Spieler einen anderen Zielmodus hat, müsste sich jetzt in GTA die Meldung ändern. Ändert sich die Meldung nicht, ist dieser besagte Spieler in den gleichen Zielmodus wie ihr und unbrauchbar und ihr müsst dann euch dann jemanden anderen suchen. In meinem Fall, beziehungsweise im Fall von meinem Freund, hat sich die Meldung geändert. Das bedeutet, er hat jemanden gefunden, der einen anderen Zielmodus hat. Das ist sehr gut. Euer Freund bricht erstmal die Meldung mit Kreis ab. Denn jetzt kommt der kleine Timing-Part. Denn ihr müsst jetzt euren Freund erschießen. Und in der Respawn-Phase muss er die doppelte PlayStation-Taste drücken. Geht auf Beitreten. Die erste Meldung wird direkt übersprungen. Er hat direkt die Meldung, ob er sich sicher sei, den Zielmodus zu ändern. Da drückt er Kreis. Auf einmal steht er da, obwohl er eigentlich tot ist. Und während der Respawn-Zeit muss er ins Casino reinrennen. Und Leute, es ist wichtig, dass ihr X-Spammt dabei. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, Leute. Und wenn alles funktioniert habt, müsst ihr euer Freund mit dem besagten gewünschten Modus draußen spawnen. Euer Freund ist für euch nicht mehr auf der Minimap sichtbar und für euren Freund ist seine Minimap außer Betrieb. Die ist einfach verbuggt. Habt ihr das? Perfekt. Er ist im Zielmodus, also können wir weitermachen. Ihr steigt jetzt auf die Sanchez und euer Freund steigt hinten drauf und ihr fahrt dann jetzt zum MOC. Seid ihr am MOC angekommen, drückt jetzt die rechte Pfeiltaste. Habt ihr die rechte Pfeiltaste gedrückt, werdet ihr merken, dass generell nichts passiert. Die Lampen leuchten auf einmal auf und ihr seid gefreezed. Euer Freund steigt dann jetzt einfach vom Motorrad ab und steigt dann wieder auf. Und schon seid ihr wieder entfreezed. Was macht ihr jetzt? Ihr dreht jetzt um und fahrt zur Garage vom Casino. Ganz wichtig, Leute, ihr fahrt jetzt ins Parkhaus und nicht ins Penthouse. Ihr müsst ins Parkhaus reinfahren. Ihr werdet jetzt einen endlosen Ladescreen kriegen, denn ihr seht jetzt das Casino von der Seite. Und das wird jetzt auch eigentlich so bleiben. Für euren Freund seid ihr jetzt aber unsichtbar. Das bedeutet, ihr sitzt nicht mehr für ihn auf dem Motorrad, aber ihr rückt jetzt auch nicht nach vorne zum Fahrersitz. Er bleibt hinten einfach sitzen. Euer Freund gibt euch jetzt Bescheid, sobald ihr wieder sichtbar seid. Dies kann eine Minute dauern, deswegen habt Geduld, Leute. Hat euer Freund Bescheid gesagt, ey yo, du bist sichtbar, dann sucht ihr euch jetzt jemanden raus, der einen anderen Zielmodus hat, sprich aus der Freundesliste oder aus irgendeiner Community. Aber Leute, wir müssen natürlich jetzt auch testen, ob dieser besagte Spieler auch wirklich einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir gehen jetzt wieder ins PSN-Menü, suchen jemanden raus, der GTA spielt, gehen auf dann GTA beitreten, dann lädt sich jetzt in GTA die erste Meldung, ob ihr euch sicher seid, dass ihr Sitzung beitreten möchtet. Jetzt drückt ihr die doppelte PlayStation-Taste, geht wieder auf dieses Beitreten, geht auf Beitreten. Jetzt, wenn ihr einen anderen Zielmodus habt, müsste sich die Meldung geändert haben, denn ob ihr euch sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet. Kommt diese Meldung nicht,
dann hat der Spieler die gleichen Zielmodus wie ihr und ist unbrauchbar für diesen Glitch. In meinem Fall habe ich jetzt jemanden gefunden, der einen anderen Zielmodus hat. Ihr drückt jetzt einfach Kreis und sagt eurem Freund Bescheid, ey, ich bin ready. So, jetzt passieren wieder ein paar Sachen gleichzeitig. Denn sobald euer Freund vom Motorrad absteigt, werdet ihr reingezogen. Während ihr reingezogen werdet, muss euer Freund gegen das Motorrad ein paar Mal treten. Und Leute, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass er direkt gegen das Motorrad tritt. Macht er das nicht, ist der Glitch so gesehen kaputt und ihr dürft so gesehen fast von neu starten. Und sobald ihr einen Blackscreen habt, drückt ihr die doppelte PlayStation-Taste und geht auf Beitreten. Die erste Meldung bestätigt ihr mit X, dass ihr euch sicher seid, dass ihr beitreten möchtet. Und die zweite Meldung bricht ihr mit Kreis ab. Und zwar müsst ihr die Meldung, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet, ablehnen. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Und wenn alles funktioniert hat, müsstet ihr jetzt in irgendeinem verbuggten Modus drin sein. Wie kommt ihr aus diesem verbuggten Modus raus? Ihr drückt jetzt einfach die Optionstaste, geht auf Online, geht auf Criminal Starter Pack und geht in dieses Criminal Starter Pack mit X rein. Hat sich das Menü geladen von diesem Criminal Starter Pack, drückt ihr einfach wieder Kreis, um rauszugehen. Ihr werdet auf einmal merken, ihr werdet dann nach relativ kurzer Zeit wieder an der Oberfläche spawnen. PS, wenn dieses Criminal Starter Pack Option bei euch nicht sichtbar ist, dann hat das nicht funktioniert, dass euer Freund gegen das Motorrad tritt und ihr müsst den Glitch, so gesehen ab der Stelle, wo euer Freund in diesen Modus reingekommen ist, wiederholen. Gut, seid ihr jetzt draußen, geht jetzt zu eurem MOC und schaut, ob bei eurem MOC der blaue Kreis sichtbar ist. Ist der blaue Kreis nicht sichtbar, Leute, dann stehen so viele Fahrzeuge in der Umgebung und ihr müsst ihn mit einer Atomizer-Pistole kurz wegschießen. Ist der blaue Kreis sichtbar, sagt ihr eurem Freund, ey yo, lehn dich mal bitte gegen mein MOC. Lehnt sich euer Freund gegen das MOC, geht in den blauen Kreis rein und geht auf alleine beitreten. Das ist ganz wichtig, Leute, dass ihr auf alleine beitreten geht. Ihr werdet jetzt einen endlosen Blackscreen haben. Woran merkt ihr das? Indem unten nur die weiße Ladestecke kommt und nicht da steht auch noch Ladevorgang mit weißer Ladestecke. Ist nur die weiße Ladestecke zu sehen, wisst ihr Leute, okay, es ist ein endloser Blackscreen. Und das wollen wir auch, denn ihr müsst euch jetzt wieder jemanden suchen, der einen anderen Zielmodus hat. Sprich, ihr sucht euch jemanden, der GTA spielt, geht auf sein Profil, GTA spielen, so dass ihr auf die Sitzung beitreten könnt und geht dann auf Beitreten. Die erste Meldung wird sich dann jetzt laden, dass, ob ihr sicher seid, dass ihr die Sitzung beitreten möchtet. Jetzt drückt ihr wieder die doppelte PlayStation-Taste und geht nochmal auf Beitreten. Und wenn ihr einen anderen Zielmodus habt, müsste sich bei euch jetzt die Meldung geändert haben, denn ob ihr euch sicher seid, dass ihr einen anderen Zielmodus haben möchtet. Kommt diese Meldung nicht, hat dieser besagte Spieler den gleichen Zielmodus wie ihr und ist für diesen Glitch nicht gebrauchbar und ihr müsst euch einen anderen Spieler suchen. Habt ihr solchen jemanden gefunden, drückt jetzt einfach Kreis. Und ihr seht auf einmal, ihr seid unsichtbar vom MOC. Jetzt müsst ihr einfach nur zum Fahrzeug laufen, was eurem Freund gehört und steigt einfach ein. Und zack, ihr werdet ins MOC reingeteleportiert und boom, das Fahrzeug gehört euch. Wie geil ist das denn? Und ihr könnt jetzt mit dem Fahrzeug machen, was ihr wollt, denn es gehört jetzt euch. Und keine Sorge Leute, euer Freund verliert das Fahrzeug natürlich nicht. Der war lustig. Und das war's auch schon von diesem Glitch. Und das Coole ist, Leute, ihr könnt damit die ganzen gemoddeten Fahrzeuge, die eure Freunde haben, einfach zu euch rüber glitschen und dann habt ihr die Fahrzeuge auch und könnt eine mega krasse Garage machen. Wenn euch dieser Glitch gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für diesen Glitch einen Daumen nach oben geben könntet. Ich bin raus, bleibt gesund, euer Bombard. Ciao.